Hallo Freunde, vielen Dank, dass ihr aufmerksam zugucken wollt. Wir machen in diesem Video einen Versuch, den Ab- und Aufbau der Stage Kill the Beast zu demonstrieren, damit ihr das dann im Notfall selbstständig machen könnt. Ihr seht die beiden Ziele aufgebaut, fertig. Hier vorne seht ihr eine Auflageplatte. Die dient im Augenblick dazu, die Kalibrierung vom Beast zu sichern, und zwar für verschiedene Waffen. Dazu kommen wir dann später nochmal. Hier ist die Ohrenplatte auf einem dreifachen Elefantenfuß. Den werden wir am Schluss noch nummerieren, und das Beast steht hier mit dem Splitter- und Beschussschutz auf einem einzelnen Elefantenfuß, der aber variable Füße hat. Ihr seht hier eine auf dem Fußboden festgeschraubte Leiste, die verhindert, dass das Biest nach hinten rutscht. Dasselbe haben wir hier für die Ohrenplatte. Das Rutschen nach vorne ist im Augenblick noch nicht verhindert, weil durch das Ziehen mit dem Seil so geringe nach vorne Schübe kommen, dass wir das bisher noch nicht für notwendig gehalten haben. Und hier seht ihr, die 9 Meter Markierung ist hinter den Zielen, die 8 Meter Markierung ist vor den Zielen, sodass also auch vom Sicherheitsabstand das Ganze aufbautechnisch kein Problem ist. Und ich habe hier für das Beast eine Bodenmarkierung gemacht, einen rechten Winkel in Schwarz, und dasselbe auch für die Ohrenplatte, sodass also die Aufstellpositionen erst einmal gesichert sind. Das war der erste Rundgang für eine Grundinformation. Wenn wir mit dem Rückbau anfangen, fangen wir mit der Aufstellschnur an. Ihr seht, die Aufstellschnur ist hier im Augenblick dreifach. Doppelt würde natürlich genügen. Und ihr seht, hier ist an den Schnüren jeweils ein Karabiner. Das heißt, das letzte Stück ist Stahlseil. Wir machen jetzt die Karabiner dort auf und ab, sodass also die Stahlseile an dem System dranbleiben, und die sind natürlich vorne dann auch splitterfest. Hier ist jetzt der Blick vom Schützenstand aus. Ihr seht, dass wir hier oben aufgehängt haben eine Beleuchtung. Das ist auch sinnvoll, das von oben zu machen, weil es dann von unten keine Schatten auf die Platten wirft, und außerdem ist es für die Schützen angenehmer, wenn die Beleuchtung von oben kommt, weil der Fußboden eben nicht so gleißend hell wird. Und wenn man jetzt hier aus der Schießposition sieht, dass der Kugelfang hinten direkt praktisch hinter der Platte ist, das ist also jetzt die Position in ungefähr 1,70 Meter Höhe, wo der Schütze schießt. Wer hier vorbeischießt, der trifft den Kugelfang, und er trifft auch nicht die Wand. Wir haben also hier die Position, das kann man dann auch nochmal beim Aufbau entsprechend überprüfen. Wir haben zusätzlich noch Polymerplatten hier extra zugeschnitten, mit denen die Seile der Nachbar- und der Zentralbahn hochgeklemmt und gleichzeitig die Tragseile vor Beschuss- und Trefferwirkung geschützt werden. Da liegen also 3 Platten hier relativ nah, und die anderen 3 werden wir ganz hinten bei aufhängen, sodass also auch die Endaufhängung der Seile dort nochmal abgesichert ist. Das ist also wichtig, dass die Platten
dann wieder abgemacht werden, bevor man die Seilzuganlagen auf den Bahnen wieder in Betrieb setzt. So, hier seht ihr nochmal die weißen Polymerplatten. Die sind nicht kugelsicher, aber sie halten bei Beschuss sehr viel Energie auf. Und außerdem kann man die bekleben mit Splatter-Targets und jeder Treffer kostet 20 Euro. Die erste Charge ist direkt dort, wo die Zugseilführung einmal hängt. Und die zweite habe ich an der Decke mit schwarzen Strichen markiert. Da ist also neben der Platte jeweils drei schwarze Striche an der Decke.